Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Annette und ich freue mich sehr, dass ihr angeschaltet habt. Heute habe ich für euch Bliss in Box französische Version Unboxing. Habt Interesse? Dann bleibt dran. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, genau, das ist französische Version. Blissim ist eine französische Beautybox, aber gibt es auch in Deutschland. Und ich habe mich genau für französische Version entschieden wegen der Produkte. Sie sind ein bisschen anders. Ab und zu haben sie auch Kosmetiktaschen oder Einfachtaschen. Und ich liebe Kosmetiktaschen. Sie wissen schon, wenn sie natürlich mich schon ein bisschen folgen. Ja, was gibt es hier und wie viel übrigens habe ich für diese Box bezahlt? Wie immer ist 16,90 pro Box, das ist egal, französische oder deutsche Version. Wenn du natürlich in Frankreich wohnst, dann Lieferung ist kostenlos. Für mich, ich muss das nach Deutschland liefern lassen. Ich wohne in der Schweiz, aber leider bald nichts ist möglich hier zu bekommen. Ja, wir sind nicht in EU, zum Glück oder nicht zum Glück, wer weiß. Wir sind ganz zufrieden. Also, ich kann ohne Probleme natürlich wieder nach Deutschland fahren und mein Beautybox abholen. Dazu muss ich natürlich extra zahlen, also für diese Box immer wieder zahle ich noch mehr extra. 3 Euro für Lieferung und 3,50 Euro, etwas, dass ich deutsche Adresse benutzen darf. Das ist das Swiss-Paket, wenn Sie auch in der Schweiz wohnen und etwas noch nach Deutschland liefern möchten, dann gibt es auch Swiss-Paket und ich benutze immer wieder diese Adresse. Also da muss ich natürlich fahren und abholen. Aber das macht nichts. So, ja, fokussieren wir ein bisschen in diese Richtung in unserer Beautybox Blissim und das ist September Beautybox. Hier ist Take a Look Inside überall und dieses Design ist nicht so besonders für mich. Ich weiß natürlich nicht, da gibt es, kann sein, ein Grund davon. Wieso haben sie genau für dieses Design entschieden? Das weiß ich leider nicht. Aber französische und deutsche Version, sie sind mindestens im September in der gleichen Designpaar. Wir öffnen und schauen, was habe ich hier. Selbstverständlich wird das alles auf Französisch. Und mein Französisch einfach so, dass ich leider kann ich wie nie. Ne. Nicht in der Schule gelernt. Das ist der Grund. Und hier meine Broschüre ist echt klein. Hier ist natürlich wie immer, ich muss mich ein bisschen so korrigieren, dass Sie sehen noch besser, QR-Code. Und dieser QR-Code bringt uns auf der Webseite, französische Version. Dort könnten wir natürlich unsere, wie immer, 5 Beauty-Produkte anschauen und noch extra Informationen lesen. Das wird da auch alles auf Französisch natürlich. Und was sehen wir? Wir sehen 3 unterschiedliche Limited Editions. Sie sind auch jetzt auf der französischen Version zu kaufen. Auf deutsche Version weiß ich leider nicht. Also Splendid, das ist eine Tasche. Aber diese Tasche gefällt mir nicht besonders. Und Produkte, sie sind da auch. Brauche ich nicht unbedingt. Back to Work mit Grace and Mila. Grace and Mila, das ist auch eine Tasche. Tasche für Computer, für Laptop. Finde ich super praktisch, aber auch wie immer. Mimitika, Hugens, voilà. Ich meine auch Produkte, sie sind nicht besonders für mich. Ich würde das nicht noch kaufen. Und noch eine dritte Limited Edition. Habe ich schon auch angeschaut und Limited Edition ist ein bisschen teuer bei Blissim und was finde ich nicht so lustig, wenn du noch extra für Lieferung zahlen musst, ja? Und dann Lieferung ist schon nicht 3 Euro, Lieferung ist schon etwa ungefähr um 7 Euro, ich weiß nicht. Aber was mag ich genau auf der französischen Version, was gibt nicht auf der deutschen Version, ist Points. Du kriegst immer 15 Points, wenn du ein Box auf der, ja, ein Abo hast und dann du bezahlst für ein Box, dann zweite Box, dann
könntest du diese Punkte sammeln bis 100. Ab 100 könntest du auf der extra Page etwas für sie suchen als Geschenk, als Dankeschön. Aber nicht vergessen, musst du trotzdem Lieferung noch extra zahlen und gratis Produkt und noch dazu 7 Euro Versandkosten. Das finde ich nicht super. Ich schaue, kann sein, ich bestelle noch etwas wie Limited Edition oder andere Produkte und dann versuche ich auch diese Geschenke für mich holen. Jetzt habe ich nicht so viele Punkte soweit gesammelt. Und hier auf dieser Seite sehen wir, das war für uns zu wählen. Von 3 unterschiedlichen Produkten könnten wir von Tarte Mascara oder von Tarte Concealer oder von Dermalogical, diese Cleanser, wählen. Was habe ich für mich gesucht? Wir schauen gleich. Und noch etwas, was wollte ich euch noch zeigen. Das ist Adventskalender. Adventskalender ist wunderschönes Design. Sehen Sie? Ja, ich sehe nicht so in der Kamera. Ja, Design ist etwas wow. Wow, wie hübsch. Wie wirklich so süß gemacht. Ich würde gerne einfach wegen der Box, wegen dem Design kaufen. Aber vermutlich würde ich das nicht machen, weil ich habe schon ein Unboxing geschaut und Produkte, sie waren schon. Hier ist geschrieben, auf Französisch, aber das ist schon auch klar, 100% neue Produkte, sie waren noch nicht in den Beautyboxen. Ja, aber nehme ich an, stimmt das nicht so 100%, erstens. Und zweitens, sie sind einfach mini-große und wenn du schon einen Adventskalender kaufen möchtest, dann möchtest du auch etwas ein bisschen größer, ja, bekommen. Dieser Adventskalender, es ist nicht so teuer. Ich nehme an, irgendwie in meinem Kopf steht 59 Euro, aber das ist nur für Leute, die schon ein Abo haben. Wenn du natürlich ohne Abo dabei bei Belisim Frankreich etwas kaufen möchtest, dann musst du ein bisschen mehr zahlen, das ist schon klar. Deutsche Version ist ganz anders. Deutsche Version, ich meine, das ist nur für Frankreich. Wenn du in Deutschland wohnst oder in der Schweiz, egal, das könntest du auch von französischer Version, französischer Webseite auch kaufen, auch bestellen. Das ist möglich. Das finde ich toll. Aber Produkte und der Inhalt, nicht so wow. Hat mich nicht so überzeugt. Und das ist der Grund, warum vermutlich ich würde diese Adventskalender von Blissim, französische oder deutsche Version, nicht kaufen. Aber nicht versprochen, kann schon sein. Ich ändere meine Meinung. Das kann natürlich passieren. Ich bin Frau. Come on. Also, wir schauen weiter. Tarte. Und du könntest, wenn du Lust hast, diesen Code benutzen. Tarte Blissim. Aber nur bei französischer Sephora. Leider so. Wenn jemand in Frankreich wohnt und diesen Code benutzen möchte, sehr gerne. Das ist ganz offen. Sie könnten das ohne Probleme machen. Einfach bis 31. Oktober. Dann ist abgelaufen. Dann kriegen Sie 20% auf, ich nehme an, ganze Assortiment von Tarte. Süß, nett, aber ich würde nichts kaufen. Was sehe ich hier jetzt nicht? Wissen Sie schon? Eine Lupe. Ja, ich brauche eine Lupe, diese kleine, süße Produkte zu anschauen. Sie sind wirklich klein. Schauen Sie bitte an. Das ist Nachteile, meiner Meinung nach, natürlich, bei Blissim. Produkte sind extrem klein. Es ist reisegroße, probegroße, aber nicht der richtige große, meistens. Hier habe ich mindestens einen Full-Size, das weiß ich schon. Aber sonst, Marken, sie sind ganz anders, sie sind top, sie sind extrem interessant, auch mit in Frankreich meistens. Hier ist natürlich mit in USA. Das haben wir extra. Extra als etwas Besonderes, genau für Blissim im September. Und wir fangen an genau mit Tarte an. Tarte und hier ist Double Duty Beauty. Das ist so geschrieben. Nicht, dass ich nicht lesen könnte. Und Shape Tape und das ist Concealer. Concealer 1 Milliliter. No? 1 Milliliter, das ist extrem klein. Ich weiß nicht, wie normalerweise, ich nehme an, das ist etwa 3, 4, keine Ahnung.
Aber ein Milliliter ist so süß und klein. Ja, wie sie das alles gemacht, gefällt mir. Und diese Farbe und Design, ich finde es auch süß. Oh, meine Farbe ist 22 neutral. Was ist los? Light. Hm. Ja, das ist immer so, wenn du ein Abo hast, du könntest mindestens ein Produkt für dich wählen. Das finde ich auch toll, dass du könntest du ein bisschen so personalisieren dein Box. Du weißt schon, was du bekommst und das ist genau die richtige Farbe für dich. Das waren 5, 6 unterschiedliche Farben und du könntest für dich die richtige Farbe aussuchen. Das ist super. Noch war Mascara. Mascara ist Mascara. Wenn du natürlich Lust auf Mascara von Tarte hast, dann drückst du einfach Mascara. Und bei Dermalogical auch einfach nur ein Produkt, aber von Tarte. Du könntest einfach für dich richtige Farbe suchen und das super. Ich würde das jetzt nicht öffnen. Ich habe genau genug Concealer in Anwendung bei meiner Project Pen. Wenn Sie dieses Video noch nicht geschaut haben, bitte schauen Sie sehr gerne. Das ist echt lang, aber auch sehr informativ. Ich habe so viele Produkte in Anwendung, genau jetzt. Und Project Pen, ich finde auch sehr, sehr spannend. So, Berdu. Berdu und 20 ml. Das ist Creme mit Goron, 98% Naturursprung. Und das soll einfach mit Feuchtigkeit, und hier ist noch Probiotik geschrieben, Age Respect. Okay. Anti-Aging und mit Feuchtigkeit, das finde ich super. 12 Monate nach Öffnen made in Frankreich. Ja, super. Berdu hatte ich noch nicht. Ich würde gerne ausprobieren. Ich finde das sehr, sehr spannend. 20% natürlich. Was Prozent? 20%? Nein, ich habe gemeint, 20 ml ist extrem klein. Aber für einen Monat für mich soll reichen. Ja, ich denke schon. So, super. Sehr spannend für mich. Nächste ist von Melvita. Genau, Melvita. Diese Marke kenne ich leider nicht. Ich habe schon irgendwo gesehen und mindestens gehört, aber nicht ausprobiert. Und hier haben wir 30 ml. Und was finde ich extrem spannend, hier ist geschrieben Extraordinary Water. Ja, Ghidra Plumpic Essence, also das ist auch mit Feuchtigkeit natürlich soll auf deine Haut gut achten. Das finde ich super. Ich brauche das immer wieder. Meine Haut ist normal in Richtung trocken und ich brauche immer etwas mit Goron. Ich brauche immer etwas mit Feuchtigkeit. Das kann ich natürlich super benutzen und das ist, ich lese schon, das ist auf Französisch und ich brauche noch Zeit, etwas zu verstehen. Das ist mit Rosen. Mit Rosen gibt es noch Englisch oder Deutsch. Okay. Ja, Blütenwasser, Extraordinary. Nichts etwas anderes. Okay, here's of English. Apply to clean dry face morning and evening, gently pressing into the skin. Also das ist ganz einfach. Gesicht reinigen, abtrocknen. Genau, der erste Schritt. Das, was du benutzen solltest. Also normalerweise benutze ich Gesichtsspray, ja, oder Toner. Kann sein, ich kann einfach so benutzen, ohne Toner. Interessant, das ist spannend. Also morgen und abends, auch toll. Wenn ich irgendwo hin dann reise, kann ich einfach nur dieses Produkt mitnehmen und das ist schon alles tipptopp. Nächstes Produkt ist Voila und das ist genau unser Full Size. Full Size für Augenpartie, 15 ml. Ja, Eye Contour Care. Schauen wir, ob wir etwas auf Deutsch sehen. Nein, aber mindestens auf Englisch. Ja, also was kann ich hier euch noch sagen? Das ist auch mit Goron, Shea Butter und noch Kakao Butter. Ich hatte das schon. Das ist meine zweite und ich behalte Voila jetzt nicht. Und der Grund davon ist einfach Geruch.
dieser Duft gefällt mir leider nicht. Es duftet meiner Meinung nach oder meiner Nase nach irgendwie in Richtung Zigarre oder irgendwie so. Das ist ganz unangenehm für mich. Ich rauche nicht. Ich mag nicht, wenn jemand in der Nähe auch raucht. Und wenn ich diese Creme verwende und das noch auf Rauch steht irgendwie, dann, nein, das würde ich nicht haben. Das heißt, als Geschenk mich da verlässt und dann, keine Ahnung, ich hoffe, jemand anders kann sich noch mehr freuen als ich. Und unser letztes Produkt, jetzt fünfte, das ist der Inkey List. Diese Marke kenne ich auch nicht, aber ich habe schon gesehen, jetzt bei Adventskalender meistens auch da drin. So bedeutet, sie sind jetzt irgendwie neu oder sie sind einfach auf der Werbung stehen. Sie schicken Produkte für Werbung, das kann auch sein. 30 Milliliter. Ich bin nicht sicher, ob das Full-Size oder nicht. Das ist Retinol Serum. Also Retinol Serum. Soll natürlich auf Deutsch hier etwas geschrieben sein, Französisch, Englisch, gibt es Deutsch? Soweit nicht. Soweit Griechisch, okay, Bulgarisch und Polnisch. Was mit Deutsch? Leute, haben Sie Deutsch vergessen? Nein, hoffentlich nicht. Also, okay. Egal, Englisch geht es auch. Ja, du solltest aufpassen, nicht in Unteraugenpartie anwenden. Das ist, das macht, diese Creme macht dein Skin, deine Haut sehr sensibel. Das ist schwierig, wenn du zwei Sprachen auf einmal dann sprichst, dann ja, kann man das nicht einfach so übersetzen. Deine Haut sehr sensibel, wenn du dann nachher unter der Sonne gehst. Da? Du solltest unbedingt Schutz anwenden, SPF benutzen. Und diese Creme soll nur am Abend anwendet werden. Ne? Wenn du schwanger bist, du solltest es nicht anwenden. Aufpassen. Hm? Wir schauen jetzt rein und wie das alles aussieht. Also Verpackung, super, Karton. Ganz normal und hier ist noch Plastiktube. Diese Plastiktube sieht ganz einfach wie diese Plastiktube von Avant. Avant kostet extrem teuer. Hier sieht es ganz einfach auch. Ja, das ist gegen das Anti-Age-Effekt. Das mag ich sehr. Das ist richtig schon für mich, aber von mit Retinol hatte ich noch nicht. Ja, ich habe schon etwas im Backup, aber noch nicht verwendet. Das mache ich. Aber ich habe extra gelassen bis mein 40. Jetzt ich bin 40. So, ja, ich denke, das ist jetzt richtig Zeit, etwas mit Retinol zu anwenden. Ja, schaue ich natürlich, was dieses Serum machen kann. Ja, hier ist geschrieben: Use in the PM. Only. Das bedeutet, nur am Abend anwenden, aufpassen, nur am Abend, genau, nur steht. Deine Haut soll schon sauber sein. Nur ein bisschen nehmen und auf dein Gesicht und hier bis Dekolleté verwenden. Ja, du könntest dann natürlich dann weiter deine Routine weitermachen. Also das ist einfach Retinol Serum. Ich würde gerne natürlich ausprobieren. Ja, ich finde das sehr, sehr spannend, was Retinol genau mit meiner Haut machen kann. Wie habe schon gesagt, nie probiert. Ich habe extra gewartet bis richtige Zeit, sagen wir einfach so. Ja, und noch jetzt im September in der Schweiz, mindestens, ich weiß nicht natürlich, was läuft, oder wie läuft Wetter bei Ihnen? Hier ist heiß, sonnig, super. Nicht jetzt wie Sommer, aber nicht so weit. Kann sein, dass es der letzte so warme, sonnige Tage hier. Dann
langsam ein bisschen in richtige Herbst geht. Das bedeutet, Retinol würde ich gerne auch verwenden, nur dann, wenn es dunkel, wenn es regnerisch ist, irgendwann im November. Im November ist es richtig Zeit. So, lass uns in Schnelllauf schauen, was war in dieser Box, was habe ich bekommen. Was ist auch ein bisschen anders bei französischer Version, dass du genau für dein, diese Beauty, wie heißt das? Was musstest du, diese Anfrage, ja, Beauty-Anfrage, wenn du ein Abo lässt und dann schicken sie noch diese Beauty-Anfrage, du solltest das noch füllen, was für Hauttyp bist du, was für Haarfarbe hast du und diese Box passen genau für das, was du diese Info da gelassen hast. Das finde ich auch super. Kann sein, wenn du auch ein Abo da hast und das, da bekommst du ganz andere Produkte. Aber was habe ich gesehen? Tarte war, wenn du natürlich Tarte gewählt, für alle und sonst, sie sind ganz anders. Ja. Ich meine, diese Mischung, genau diese Mischung wie bei mir, habe ich noch nie gesehen. Das finde ich spannend. Also, was war? Das Retinol von der Inkey List, dann Melitta, noch Voila, Berdu und Tarte. Ja, die fünf waren genau in meinen Beauty Box. Finde ich nicht schlecht, aber finde ich auch nicht wow. Das war wow, fantastisch. Das würde ich noch nachkaufen oder zweite Beauty Box bestellen. Nein, leider nicht. Ja, ich finde alle Produkte sehr, sehr spannend, sehr interessant. Sie sind ganz neu. Das ist natürlich Repeat, aber sonst die vier, sie sind ganz neu für mich. Etwas, was ich würde gerne ausprobieren und schauen, wie meine Haut reagiert. Aber diese kleine, große mag ich nicht. Das ist zu klein für das, was ich zahle. Und noch einmal, ich zahle mehr als 20 Euro für diese kleine Beautybox. Und ich finde das ein bisschen teuer. Ich schaue weiter, weil vorherige Boxen, sie waren einfach top, toll, wow. Und ich hoffe, das ist nur September, in Oktober wird es das wieder wow sein. Wir schauen natürlich, ich bleibe noch mit dieser Beauty Box und wir schauen in Oktober, was ich bekomme. Also, das war alles für heute. Danke, dass Sie bei mir gewesen, dass Sie dieses Video geschaut. Und natürlich nicht vergessen, Daumen nach oben und noch Abo lassen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Also ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Tschüss!